Ja, hallo. Vieles im Leben beginnt mit so einem Moment, wo man denkt, verdammt nochmal, was soll das denn sein? So einen Moment hatte ich persönlich da bei dem roten Fragezeichen. 9. Januar 2018, da kam in meinem Postfach ein Hinweis von Meetup. Es gibt ein Google-Frühstück, Google Cloud-Frühstück in Wiesbaden. Und dann dachte ich, wer hat sich denn so einen schwachsinnigen Namen ausgedacht? Ich frage auch gar nicht nach, wer das war. So, und ja, also irgendwie dachte ich, passt irgendwie gar nicht. Frühstück und Cloud und was soll das denn sein? Aber es hat halt neugierig gemacht. Und das, was ich jetzt hier so ein bisschen erzähle gleich, das ist das, was dieser Moment letzten Endes dann halt im letzten halben Jahr bei mir in meiner Firma ausgelöst hat. Dann fangen wir doch mal vorne an. Wer bin ich und was mache ich? Mein Name ist Thorsten Maxheiner. Ich bin Geschäftsführer, Putzfrau, Programmierer, Entwickler, Handlanger, also quasi der einzige Mitarbeiter der Firma Maxheiner Computing und demzufolge zu 100% hier präsent. Ich habe mal Maschinenbau studiert, bin also im IT-Umfeld Quereinsteiger, im zarten Alter von 19, damals noch mit dem Atari XL, falls das jemand was sagt, mit 16 Kilobyte Arbeitsspeicher hat man angefangen. Heutzutage erntet man da halt dann entweder Staunen oder Gelächter. Habe 93 eine Firma aufgemacht in Lauchenburg an der Lahn. Also wir haben die Lahn und Umwelt, also sag mal, schöne Gegend. Rundrum alles nichts als Ruhe und 320 Einwohner. Das heißt, man kann wunderbar arbeiten. Man sitzt da, wo andere angeblich Urlaub machen. Ja, und ich entwickle so vom Prinzip her Software, PC-Software für Maschinenbaukunden. Da bringe ich jetzt mal so ein paar kleine Beispiele. Also zum Beispiel Rezepturverwaltungen an Verpackungsmaschinen. Das ist jetzt so eine typische Windows-Desktop-Anwendung. Oder Visualisierung im Druckmaschinenbereich. Das sind jetzt Bilder, die kommen halt dann gerendert aus dem CAD-System heraus und dann mache ich damit ein bisschen was. Hole mir Daten von der Steuerung, zeige das an, speichere, mache und tue. Oder hier eine Touchbedienung im Druckmaschinenbereich. Darüber gab es zum Beispiel eine Doktorarbeit für die Schriftarten, in welcher Situation man am besten wie, wo, was anzeigt. War mir eigentlich vollkommen wurscht. Mir ging es darum, dass die Maschine funktioniert, aber diese Doktorarbeit wollte, dass die halt auch schön funktioniert. So, dann zum Beispiel auch noch eine schöne Anwendung, kamerabasierte Brötchenzähler. Ja, da ist eine Frage. Geht das dann auch Richtung Cloud? Nein, selten. Kommt also gleich jetzt noch das nächste Beispiel, geht dann halt auch schon mal in Richtung Internet, aber die meisten Anwendungen, die sind halt dann, wenn überhaupt, in dem Firmenumfeld, also mein Kunde liefert eine Maschine, die Maschine kommt irgendwo in eine Produktion und steht entweder da halt dann komplett standalone, komplett ohne Netzwerkanschluss, oder sie hängt halt dann jetzt irgendwo in einem Netzwerk des Kunden, aber meistens nochmal über irgendwas abgeschottet. Also hier werden zum Beispiel mit einer Kamera Brötchen gezählt. Oder mein größter Kunde, da habe ich einen Toilettenleitstand gebaut. Klingt immer so ein bisschen komisch, was haben Toiletten mit IT zu tun, aber in dem Fall Gott sei Dank eine ganze Menge. Das Projekt begleitet mich schon seit 1999 und ja, ist mein größter Kunde. Da liefere ich dann auch Hardware, also Maschinensteuerung, selbstentwickelte Platinen. Ich betreibe halt einen Webleitstand, wo der Kunde reinguckt. Also ist ein schönes Projekt. Und die Toiletten zum Beispiel sieht jeder, der an den großen deutschen Autobahnen dann halt irgendwo an einem Rastplatz vorbeifährt und da halt keine Tankstelle dabei ist. Da kann man davon ausgehen, fast alle, auf denen man dann halt dann mehr oder weniger was macht, landet datenmäßig dann halt bei mir. Bitte? Was werden da für Daten übermittelt? Cholesterinspiegel, Gewicht, Blutgruppe? Nein, also es wird dann halt jetzt einfach erfasst, dass zum Beispiel eine Benutzung mehr auf der Toilette war oder auf dem Urinal oder Behindertentoilette oder ob halt da ein Service gemacht wurde oder ob jetzt ein Fehler vorliegt, dass zum Beispiel, das sind Toiletten, die haben halt einen Schrittmotorantrieb, um halt diese Sitzbrille zu verfahren in der Reinigungsstation. Wenn da was klemmt, die Mechanik nicht will, das erzeugt eine Fehlermeldung, die in dem Fall bei mir aufläuft. Also ich leite die weiter und mein Kunde bearbeitet das. Macht auch Maintenance. Bitte? Macht ihr auch Maintenance?
Nein, das macht mein Kunde. Also ich sorge nur dafür, dass die Firma, für die ich das mache, das sind auch die Hersteller von diesen Anlagen, die stellen die auf und dann werden die quasi halt dann auch beauftragt meistens für Wartungsservice, eventuell auch für die Reinigung und den Betrieb dieser Anlagen. Ja, Maintenance ist ja Fehlervoraussagen, dann kriegst du halt Bescheid. Das ist Predictive Maintenance, ja. Nee, das kann man da halt dann relativ schlecht machen. Es kommt dann der eine oder andere, der vielleicht da halt dann diese Anlage gerade jetzt mehr belastet als der Vorgänger. Und das bleibt dann irgendwie eine Verstopfung, die ist schwer vorhersehbar. Gut, so. Wie mache ich das? Was habe ich jetzt dann als Ein-Mann-Firma denn halt alles zur Verfügung, um diesen ganzen Krimskrams zu erledigen? Also ich entwickle auf einem Notebook, das ist ein ganz normales Windows 10, ThinkPad, Dockingstation, zwei Monitore dran, haufenweise VMs mit VMware Workstation. Ich entwickle in Windows mit Delphi, falls das jemand was sagt. Ich entwickle unter Linux mit Python. Für diese Toilettenanlagen auch Maschinensteuerungen in CodeSys programmiert. Alles das sind jeweils VMs. Habe auch noch einen normalen PC für Dinge, die, da ist mir mein Entwicklungs-PC zu schade. Da bin ich irgendwie so ein bisschen vorsichtig. Also zum Beispiel die meisten Internet-Dinge mache ich auf meinem PC. Wenn der jetzt gekapert wird oder abraucht, ist mir es egal, weil er halt dann entbehrlich ist. So, dann habe ich eine redundante Internetanbindung, ich habe 100 Megabit und 6 Megabit Internetzugang und das kleine Ding daneben, das ist mein selbstgebauter Serverturm. Das Bild ist jetzt quasi auch taufrisch. Alles, was man da sieht, habe ich persönlich selbst gebaut, also alle Boards, alles selbst gekauft. Ich bin ein Fan von schönen 19-Zoll-Gehäusen, habe mir dann halt Server gebaut, da ist ein Teil von diesem Toilettenleitstand auch drauf und. Ja. All das ist jetzt im Prinzip meine Infrastruktur, mit der ich dann arbeiten kann. So, was arbeite ich denn oder mit was, wo kommen Daten her? So, da gibt es jetzt einmal halt auf der linken Seite, steht extra oben drüber, bisher. Bisher ist so dann die Zeitspanne von, sagen wir mal, 2000 bis ja, Frühjahr 2018. Das heißt, ich habe E-Mails, Kontakte, Kalendereinträge. Meine Domain habe ich beantragt 1999 und meine E-Mail-Adresse gibt es demzufolge auch seit 1999 unverändert. Da fällt schon das ein oder andere an. Da habe ich mir halt dann auch früher schon Gedanken gemacht, was tut man denn da? Da tut man auch viele Fehler. Ich habe also am Anfang ein normales E-Mail-Programm gehabt auf meinem damals einzigen Notebook, habe dann da meine ganzen E-Mails mit POP3 abgerufen, dann lagen die da und das E-Mail-Programm hatte irgendwie, warum auch immer, keine Exportfunktion. Das heißt, nachdem das Notebook weg war, waren meine E-Mails auch nicht mehr darüber zu holen. Aber damals war man ja noch tolerant und hat gedacht, brauche ich im Leben nie mehr, ist ja alles nicht ganz schlimm. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das ist so, man müsste doch schon mal vielleicht das ein oder andere aufheben. Ich benutze E-Mail also extensiv, es ist mein eigentliches primäres Medium. Ich speichere seit 2000 quasi alles. Allein schon aus dem Grund heraus, dass ich meinen Kunden sagen kann, guck mal da, da haben wir drüber gesprochen. Oder du hast mir damals das gesagt und aus dem Grund habe ich das so gemacht, nicht weil ich mir das so ausgedacht habe. Das ist so ein bisschen so, ja, Beweissicherung, Nachweis, gutes Gewissen und. Demzufolge habe ich da halt früh angefangen, mir Gedanken zu machen und ja, habe dann da gerade auch für E-Mails dann halt sehr viele kreative Ansätze durchgeführt. Ich habe mir dann halt relativ früh einen eigenen Linux-Server zu Hause aufgesetzt und dieser Linux-Server hat dann ein IMAP-Server gekriegt und habe dann in meinem E-Mail-Programm ein Postfach gehabt, zum Beispiel, das lief dann erst bei 1&1 oder Strato oder wie auch immer, habe mir dann die E-Mails dann auf meinen internen Account kopiert und dann lagen die ganzen E-Mails alle gespeichert in meinem eigenen Mail-Server bei mir in diesem eben gesehenen Turm. Das funktioniert super, ich habe auch dann jeden Monat das ganze Verzeichnis, wo die Mails drin waren, alle nochmal gezippt und entsprechend benannt und abgespeichert, dass ich dann sagen konnte, ich habe auch da eine Historie und das ist natürlich dann ja auch rechtssicher, bis mir einer gesagt hat, nee, ist es nicht. Da hatte ich dann schon so viele Gigabytes, das war mir dann auch zu schade zum Löschen, die liegen also immer noch da. So, nachdem dann dieser Ansatz irgendwie nichts war, vor allem man ist unterwegs, man weiß genau, man hat die E-Mail, man kommt nur gerade nicht dran. Das ist für heutige Verhältnisse unvorstellbar, damals eigentlich normal, aber halt auch unpraktisch.
sodass ich mir dann irgendwann gedacht habe, da muss man was tun, da muss irgendwas gehen. Und dann kam Google, damals vor vielen, vielen Jahren, und hat dann Google Apps rausgebracht. Ich glaube, damals müsste es Google Apps gehießen haben. War bis 50 Mitarbeiter kostenfrei. Man hatte nur die Ressourcen wie der heute private Gmail-Account. Es gab auch kein Vault oder sonst irgendwas dabei, aber man konnte das nutzen. Dann habe ich das genutzt, habe da alle meine E-Mails dann damit dann abgerufen. Aber natürlich, man ist ja halt dann sparsam und immer noch mal in meinem eigenen Mail-Server gespeichert. Dann ging die Diskussion los mit Privacy Shield, Safe Harbor. Safe Harbor war halt dann so ein bisschen so eine Spaßbremse. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der hat dann halt gesagt, wir vertreiben einen Hosted Exchange Account, Serverstandort Frankfurt, mit allem Pipapo, rechtssicher gemäß, also sagen wir, Safe Harbor, alles egal. Also, was habe ich gemacht? Ich habe meine ganzen E-Mails dahin transferiert. Und habt ihr denn auch da betrieben? Ich habe dann auch rechtssichere E-Mail-Archivierung mit dazu gebucht. Das war Gott sei Dank so, die haben einfach alles gesichert, weil ich möchte ja, dass, wenn ich unterwegs die E-Mails vom Handy bekomme, dass die dann genauso archiviert werden, wenn ich darauf antworte, wie wenn ich das zu Hause im Mail-Programm mache. Das haben die mir garantiert. Das ist zum Beispiel so ein Ding, was meines Erachtens Microsoft selbst heutzutage noch nicht zufriedenstellend umgesetzt hat. Weil da muss man, glaube ich, jede E-Mail, die man denkt, die wäre archivierungswürdig, so nach eigenem Ermessen, muss man sagen, und dich archiviere ich jetzt. Natürlich geht nur mir das so, alle anderen Anwesenden sind damit ausgenommen. Ihr vergesst nichts, ich vergesse ab und zu mal was. Wenn ich das vergesse, die zu archivieren, dann ist das im Fall der Fälle natürlich so ein bisschen suboptimal. So, also dann habe ich dann halt irgendwann meine E-Mails in diesem ganzen Exchange-Account gehabt. Und war damit an für sich soweit zufrieden. Ich habe Outlook benutzt, Outlook 2016, an für sich ein schönes Programm. Dann kam der 9. Januar. Und ich habe dann hier so das ein oder andere gehört, bei den ganzen Treffen immer mehr gehört und habe mir gedacht, verdammt nochmal, klingt doch ganz gut. Und wenn man dann wieder mal so hingeht und probiert und vergleicht, zum Beispiel ich suche was, ich habe 6,5 Gigabyte E-Mails und ich suche da jetzt was. Dann funktioniert das bei Google, mag man jetzt nicht glauben, weil wer verbindet Google mit Suche? Bei Google funktioniert diese Suche 1A. So wie ich tippe, so kommen dann die Ergebnisse dann halt da angefallen. Ich suche in meinem Exchange oder in meinem Outlook lokal und ich tippe und selbst ich kann um Welten schneller tippen, als da irgendwas gefunden wird, wenn was gefunden wird. Und das, was gefunden wird, da frage ich mich manchmal, welcher kleine Chinese sitzt denn da unter dem Schreibtisch und hat mir denn jetzt die Wörter durcheinander gewirbelt? Also es ist deprimierend. Ja, so, dann hat man ja nicht nur E-Mails und Kalender und sonstiges, sondern auch Office-Dokumente. Ich habe also dann ein Office 365 noch dazu gebucht. Die Dokumente liegen oder lagen auf meinem Linux-Server, weil er war ja da, es war alles ganz toll, meine Datensicherung war eingerichtet. Alles ist einwandfrei seit Jahren. Wenn ich Dateisharing machen wollte, das war dann ganz selten der Fall, weil so umständlich, ich bearbeite das Dokument mit Excel, speichere es auf meinem Server ab, kopiere es auf meinen OneDrive. Auf meinem OneDrive erzeuge ich einen Freigabelink, den schicke ich dann meinem Kunde. Der ruft an und sagt, da müssen wir noch was ändern. Ich öffne wieder Excel, ändere das und ich kopiere das dann hoch, erzeuge einen Freigabelink, schicke das dann und so weiter und so fort. Das geht alles. Aber irgendwie lästig. Aber man hat es halt gemacht. So, und dann gibt es so Dinge, das ist quasi ja dann meine Wertschöpfung, das sind meine Quelltexte. Diese Quelltexte, die liegen jetzt, liegen immer noch und lagen auch auf meinem Linux-Server. Die liegen einmal in meinen VMs, die liegen in meinem Linux-Server, die werden da intern nochmal gespeichert, tagesaktuell, werden dann auf den High Drive aktualisiert und synchronisiert, weil da kann man gar nicht genug sichern. Dann habe ich große Dateien. VMs sind groß. So eine Windows 10 VM, so ein paar Snapshots gemacht, ein bisschen hier, ein bisschen da, ruckzuck 200-300 Gigabyte zusammen. Das ist nichts, was man gerade mal so eben irgendwie alle halbe Stunde zu irgendeinem Cloud-Dienst hochsynchronisiert. Zumindest nicht in unseren Regionen. Dann habe ich die halt zum Beispiel mit einem Acronis, das läuft an meinem Notebook, da ist eine USB-Platte dran, das läuft zum Hintergrund und dann sichert er mir halt meine VMs. Also dann ist im Endeffekt alles doppelt und dreifach gesichert. Ja, und dann Dateien, die habe auch garantiert nur ich. Kein Mensch hat Sammeltriebsdateien. Das sind so Dinge wie, ich brauche genau jetzt in dieser Sekunde die
das ist die ISO-Datei von einem Ubuntu 16.4 Server und das Internet ist kaputt. Ich kann ihn nicht runterladen, aber ich brauche ihn halt nun mal jetzt. Gott sei Dank habe ich meine Sammeltriebsdateien. Da liegen alle erdenklichen Linux, CD, ISOs, Windows, Update-Dateien, alles, was so riesengroße Dinger sind, die man normalerweise immer irgendwo bekommt. Aber ich habe sie ja schon. So, das sind so Dinge, die sind halt ganz praktisch. Die tun nicht weh, wenn sie halt dann weg wären, weil ich kriege sie ja alle wieder. Aber ich habe sie halt, auch wenn das Internet kaputt ist. So, das ist also alles das, was ich quasi jetzt an Dateien oder an Datenständen hatte, bis zu diesem besagten komischen Datum. Dann gibt es ein davor und danach. Das danach sieht also auf der rechten Seite so aus, meine E-Mails, meine Kalender, Kontakte, alles Mögliche ist jetzt komplett in die G Suite migriert. Ich habe mein Konto einfach aufgebohrt, dieses 50 Personen kostenfrei, in 1 Person kostet Geld, und zwar diese 8-Euro-Variante mit dem Vault. Ich habe da einfach eingestellt, ich speichere quasi alles. Also der sichert mir jetzt komplett alles auf Drive und sichert alle E-Mails, sodass da halt nichts passieren kann. Die Umsetzung an für sich war ganz einfach. Ich habe einfach in Outlook die eine Adresse, sagen wir, das eine Konto und das andere Konto gehabt und hatte dann halt auch schon, ich bin so ein E-Mail-Ordner-Freak, also wenn ich alle meine E-Mail-Ordner, die ich habe, aufklappen würde mit Unterordnern und, könnte man halt dann, sagen wir, von der Straße bis hier oben so eine Liste so ausgedruckt an die Wand hängen. Die habe ich dann halt schön paketiert und so einzelne Häppchen und immer häppchenweise übertragen. 6,5 Gigabyte ungefähr, hat so 1 bis 2 Tage gedauert, dann war das alles da. Das lief problemfrei. Viel einfacher noch liefen die Kontakte und die Kalender. Also wenn man hingeht und jetzt zum Beispiel ein Exchange oder ein Office 365 hat, geht man in Outlook, exportiert die Kontakte in eine Datei. In Google geht man in die Weboberfläche, in Kontakte und sagt dann importieren. Und irgendwie ging das einfach sofort. Die waren einfach da. Alles hat gepasst, einfach so. Bei den Kalendern, ich habe alle Kalender, die ich hatte, einfach alle einzeln exportiert und alle in den Google-Kalender einzeln importiert. Und siehe da, ich musste die Farbe noch anpassen, dann war alles schon fertig. Was nicht funktioniert hat, war die im Admin-Center vorhandene Funktion, wo man quasi halt dann Google das alles machen lassen kann, wo man sagen kann, ich habe da einen Exchange-Account und jetzt möchte ich diesen Exchange-Account dann von Google komplett übernehmen lassen. Da habe ich alles eingetragen und es ging nicht und dann wieder eingetragen, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht und wieder ausprobiert und irgendwann habe ich resigniert und habe mir gedacht, okay, mache ich es dann selbst. So, dann meine Office-Dokumente. Meine ganzen Dokumente, also alles, was Excel, PowerPoint, PDFs, sonstigen Krimskrams ist, habe ich von meinem eigenen Server, schweren Herzens, da steckt ja viel Herzblut dahinter, habe ich dann rüberkopiert in tagelangen Upload-Orgien auf mein G-Drive. Mein Sharing, da fällt mir immer wieder ein, ich hatte dann ein Gespräch mit dem Martin, da hat er mir das mal gezeigt, wie er das so mit Handwerkern und so macht. Er macht irgendwie eine Tabelle und dann schickt er dem das Ding mit Bearbeitungsfunktion, da kann man da was bearbeiten. Dachte ich noch, na gut, brauche ich nie. Jetzt eben habe ich ja erzählt mit OneDrive, Freigabelink und nochmal. Mache ich jetzt inzwischen so, der Kunde kriegt einen Bearbeitungslink und wenn der da was ändern möchte, dann ändert er das einfach. Dann habe ich es und wenn ich was ändere, dann hat er es. Ich schicke nichts mehr hin und her, dieser Link ist ja quasi dauerstabil und dann denke ich mir nur, warum hast du, Idiot, das nicht früher so gemacht? Also es funktioniert 1A. Ja, und Office nehme ich jetzt komplett die G Suite. Ich habe also klein angefangen, habe mir gedacht, okay, ich denke mir mal, ich mache jetzt was und habe das dann mal gemacht und habe mal geguckt, was kommt denn da raus? Wie habe ich das denn gemacht? Wie musste ich mich anstellen? Siehe da, es hat funktioniert, es war ganz einfach. Und dann habe ich sukzessive einfach alles, was neu gemacht wurde, mit den Google Docs angefangen. Und wenn ich jetzt mal ein vorhandenes Dokument brauche und das liegt da als Word- oder Excel-Dokument, dann gehe ich hin und lade mir das ein, gucke, was ist aus der Konvertierung geworden. Das ist nicht immer himmelhoch jauchzend. Aber man passt es ja nur noch einmal an und hat es denn dann. Also der Weg rein in die Google Docs aus Excel zum Beispiel und Word ist einfacher, ist schwieriger als der Weg wieder raus. Wenn ich es dann halt da exportiere, ist die Maßhaltigkeit, nennen wir es mal so, wesentlich besser. Meine Quelltexte und die Projektdateien, all das, die liegen immer noch auf meinem Linux-Server
und ich weiß nicht so ganz genau, was ich da jetzt dann irgendwie, wie ich das umsetzen soll. Es gibt halt dann jetzt meines Erachtens, wenn ich jetzt nur mit dem Browser mit Google Dokumenten arbeite, keinen sinnvollen, schönen Textdatei-Editor. Auch wenn es nur ums Angucken ist, mit Syntax-Highlighting oder sowas, fehlt mir noch. Wenn da einer jetzt was weiß, dann kann er mir ja mal was sagen, aber ich persönlich habe noch nichts Schönes gefunden. Eventuell kopiere ich es einfach dann dahin und nutze es nur als Festplatte oder ich habe mir mal einen Bitbucket-Account zugelegt und mache dann halt den Weg dahin. Aber es ist halt dann schwieriger oder nicht so schnell und flüssig, wie wenn der Server in-house läuft. So, dann meine virtuellen Maschinen, die ganzen Backups, das ist natürlich irgendwo nicht so ganz einfach, dann dahin zu verschieben. Vor allem macht es halt auch wenig Sinn und da kommt eine Frage. Du hattest ja gerade eben gesagt, du möchtest gerne Quelltexte oder Textdateien mit Highlighting und sowas angucken. Ja, genau. Was du ja machen könntest, ist, du könntest in G-Drive diese Dateien ablegen und dann bietet er dir ja für diese einzelnen Dateiformate, ich weiß nicht, ob es jetzt .txt oder .py für Python oder sowas oder .py für Python ist, bietet dir ja Anzeige-Apps an. Diese Apps wiederum kannst du dann autorisieren, genau, auf dein G-Drive zuzugreifen. Und da gibt es normalerweise pro Dateiformat 730 unterschiedliche Apps, die man autorisieren kann. Wobei halt dann 729 nichts taugen. Das die Frage wäre jetzt gewesen, hast du die schon mal durchprobiert? Also ja, genau. Also erstmal, was für ein Format ist es? Wirklich Text oder ist es irgendwie HTML oder ist es Perl oder was? Nein, also es sind halt dann jetzt zum Beispiel Python. Dürfte bei der Verbreitung eigentlich dann halt kein Thema sein, das sinnvoll anzugucken. Oder Pascal-Quelltext, also .pass. Da habe ich noch sinnvoll gar nichts gefunden. Es gibt zwar immer irgendwie was, aber es hat halt alles irgendwo seine Grenzen und seine unschönen Dinge. Und wenn es nur ist, dass man bei Heise lesen muss, dass natürlich diese Apps, wenn man die autorisiert, dass die jetzt da halt dann meine G-Drive-Dateien lesen können, dass die auch alle G-Drive-Dateien lesen können. Das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen eine Vertrauensfrage. Also wenn es da halt was Natives gäbe von Google, wäre mir das dann insgesamt lieber. Da kommt ein... da gibt es die, wenn du die Compute Engine benutzt, kannst du diese Cloud Shell aufmachen, wo du bei Google selbst eine Konsole, welche eine kleine VM hast, und da gibt es auch einen Texteditor für Code. Der unterstützt schon einige Sprachen, Python bin ich mir ziemlich sicher, dass er kann, aber der wird immer besser. Vielleicht ist das noch eine Option. Aber das ist nicht in der G Suite, das ist in Compute. Aber wie kriege ich den denn dazu, dass der auf meine Dokumente von meinem Google Drive zugreifen kann? Dokumente selbst, das ist ein Code-Editor. Der ist wirklich dafür da, dass du deine Git-Repository auscheckst und damit arbeitest. Mhm. Aber okay, das wäre eine Option, wenn ich jetzt damit komplett zu Bitbucket wandere und halt meine Quelltexte dann da lagere. Aber das sind so Kleinigkeiten, wenn man, ich mache Feierabend oder ich mache Pause. Dann synchronisiere ich gerade das, was ich in der Bearbeitung habe, in einem Rutsch auf meinen In-House-Server. Dauert ein paar Sekunden, ist es fertig. Wenn der Balken am Ende angekommen ist, weiß ich, die Dokumente sind da. Wenn ich das jetzt auf meinen Google Drive synchronisiere, dann ist der Balken zwar zu Ende, aber unten rödelt er immer noch eine gewisse Zeit lang. Das heißt, einfach mal sagen, ich bin fertig, Deckel zu und mache Pause, geht auch nicht. Das sind so die Dinge, da bin ich noch so ein bisschen am Hadern. So, dann die Sammeltriebsdateien, da habe ich inzwischen aufgegeben, es macht keinen Sinn, das, was ich sowieso aus dem Internet laden kann, dann halt wieder an andere Stelle im Internet zu lagern, um sie dann halt darunter zu laden. Also die lasse ich einfach mal da, wo sie sind. Vielleicht baue ich mir dann halt ein einfacheres NAS, was halt pflegeleichter ist. Müssen wir mal gucken. So, das ist jetzt das, was ich da halt dann umgesetzt habe, rein technisch. Dann kommen wir mal zu dem, jetzt muss ja ich armer kleiner Wicht, muss ja mit dem, was ich da verbrochen und gebastelt habe, auch irgendwie arbeiten. Jetzt die Frage, was hat sich denn jetzt für mich persönlich geändert? Was ist denn jetzt so mein persönliches Empfinden bei diesem ganzen Kram? Also E-Mail, Kalender, Kontakte, Outlook 2016 ist ein schönes Programm. Man kann sich dran gewöhnen. Ich hatte lange Jahre Vorbehalte, aber es ist ein schönes Programm. Dann beim Umstieg dachte ich, okay, ich nehme es einfach weiter. Wobei, das ist so ein bisschen holzig. Das ist keine optimale Einbindung. Also habe ich mir erstmal natürlich ein anderes Programm gekauft. Und zwar den EM-Client. Sehr schönes Programm. Aber den hätte ich dann halt jetzt für jeden PC, wo ich das dann halt nutze, wieder extra kaufen müssen. Und dann dachte ich mir, rein so der Schotte in mir, das kann es jetzt auch nicht sein. Also Google hat vorgesehen, man nutzt den Browser,
da ich mich jetzt dann halt dann auch mal drauf einlassen wollte, dachte ich mir, okay, Bub, bist zwar alt und unflexibel, aber kann man auch mal was gegen tun. Hab dann einfach gedacht, nutze ich den Browser. Es war am Anfang gewöhnungsbedürftig, aber gerade seit diese neue Gmail-Oberfläche da ist und ich kann dann, während ich jetzt gerade dann halt die aktuelle Mail dann mit dem Cursor halt oder mit dem Mauszeiger aktiviert habe, mit einem Klick auf das kleine Symbol da halt das Ding löschen oder was auch immer. Direkt den Preview von der angelegten Datei zum Beispiel. Ja, also ich habe auch dann zum Beispiel halt dann so eine Vorschau-Erweiterung installiert. Rechts daneben sehe ich die Vorschau der E-Mail. Das funktioniert alles wunderbar, muss ich sagen, macht Spaß. Es ist ein bisschen träger als das alte Gmail, gerade wenn man halt dann so gefühlt 396.000 Ordner da hat. Aber es geht. Die Office-Dokumente mit dem bisher installierten Office 365 hatte ich auch eine Diskussion oder ein Gespräch mit dem Martin. Da hat er mir gesagt, Microsoft ist viel teurer, Google ist günstiger. Habe ich gesagt, ja, aber dafür kriege ich ja bei Office 365 auch die installierbaren Anwendungen. Hat er gesagt, die will ich gar nicht haben. War mir komplett, also wie kann man das nicht wollen? Auf welchem Stern lebt er denn? Apple-User. Ja. Und inzwischen muss ich sagen, ich verstehe ihn, weil wenn man sich um nichts kümmern muss, das ist toll. Also ich benutze inzwischen quasi, wenn es irgendwie geht, nur noch Google Docs, Google Sheets, Google Präsentation. Das hier ist ja auch eine Google Präsentation. Es ist toll. Ich war noch nie ein Freund von dieser Microsoft-Ribbenoberfläche. Da frage ich mich auch so mit, verdammt, wer hat sich das denn ausgedacht? Warum hat er sich das denn ausgedacht? So, all das funktioniert überraschend gut. Also damit kann ich locker leben und ich habe noch nie vermisst, dass das nicht installiert war. Und es ist immer aktuell und was ich vor allem halt dann irgendwie komplett vergessen habe, früher immer so bei jedem zweiten irgendwie was Ctrl-S für sichern, weil man weiß ja nie. Ich habe jetzt eigentlich, ich drücke nie mehr sichern, weil warum? Es ist ja ständig irgendwie immer gesichert. Das Dateisharing habe ich eben schon mal erwähnt. Außer bei einem Kunden, der hat noch so ein bisschen so, das ist eher politisch-psychologisch mit Google, dem schicke ich immer noch OneDrive-Freigabelinks. Aber ansonsten ist das dann halt mit der gleichen oder mit der besseren Lösung über Google Drive mit Freigaben und sowas viel einfacher. Also das funktioniert auch überraschend gut. Ja, dann der Dateizugriff. Also ich habe zu Hause ein Gigabit-Netzwerk, ich habe halt dann einen schnellen Server, ich habe halt alles verkabelt, ich bin kein großer Freund von ständig überall WLAN. Kabel ist Kabel, Kabel ist schnell. Und mit der Dateizugriff, wenn ich im Explorer da drauf klicke, dann ist logischerweise so gut wie immer sofort in Windows dann auch das Verzeichnis da sichtbar. Komischerweise ist das, obwohl es über das Internet geht, mit dem Drive-File-Stream von Google genauso schnell. Zumindest mal halt dann von dem, was ich jetzt dann halt als Anwender merke. Wenn ich da irgendwie jetzt Dateien kopiere, gut, wenn die jetzt 2 Gigabyte groß sind, dann ist das schon ein bisschen langsamer. Aber bei normaler Dokumentengröße merke ich persönlich im Zugriff von der eigentlichen Arbeit keinen Unterschied. Das ist komisch, überraschend. So, dann Zugriff auf Datei, Handy und sowas. Ich habe ganz früh angefangen, ich hatte so mit den ersten Palm Pilot, so rum. Damals Palm Pilot, noch ohne Hintergrundbeleuchtung, nach 3 Wochen Display verkratzt alles. Danach Psion mit Infrarotanschluss auf ein Nokia 5150 mit Infraroten gegenübergelegten, halt da schon E-Mails gemacht und alles Mögliche. Das heißt, ich bin da so ein ganz früher Early Adopter-Depp. Und und wollte eigentlich immer alle meine Dokumente auf dem Handy und auf dem Tablet unterwegs nutzbar haben. Hab dann halt über SSH meinen internen Server nach außen freigegeben. Und es gibt dann Apps für alle Handys, für alle Tablets. Das geht auch, aber immer so ein bisschen umständlich, weil man ist darauf angewiesen, dass man halt dann ständig irgendwo, dass diese eine App dann irgendwas kann und. Jetzt mit den Apps von Google ist mir das ja vollkommen wurscht. Ich nehme meine GDrive-App und die funktioniert. Wie die das macht, ist mir ja vollkommen wurscht, weil die Daten sind da. Das Einzige, was ich da vermisse, ist, HiDrive oder OneDrive oder XY-Drive haben alle zum Beispiel auf dem iPad oder auf dem iPhone die Sperre, PIN-Sperre oder hier Fingerabdrucksperre. Nur Google Drive hat nichts. Finde ich deprimierend. Ja? Also das finde ich jetzt eigentlich extrem schade. Was toll ist, wir waren jetzt im Urlaub gewesen, WLAN ist Pflicht im Urlaub,
obwohl man nicht arbeiten will, aber man braucht es halt mal. Es könnte ja mal irgendwie was sein. So, und ja, und dann war alles gesperrt auf diesem Ding. Also ich kam nicht über VPN oder SSH oder irgendetwas auf meine Dokumente zu Hause. Das Einzige, was ging, waren alle Google-Apps. Also über Google G-Drive kam ich auf alles. Das ist, wenn jetzt zum Beispiel einer öfters in restriktiven WLANs unterwegs ist, glaube ich, schon halt dann eine Sache, wo man gar nicht so dran denkt, aber die tierisch praktisch ist. So, und dann, ja, inzwischen auch mit Sicherheit, sagen wir, Sicherheit ist oberstes Gebot, garantiert kann Exchange irgendwie so eine Art Zwei-Faktor-Authentifizierung, denke ich mir mal. Aber es ist so typisch Microsoft, irgendwie geht's. Man muss nur den wissen, der weiß, wo es steht und den gewissen Kniff kennt und weiß, wie die das tituliert haben und vielleicht geht's dann auch. Seit ich das jetzt hier mit der G Suite nutze, habe ich die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert mit der Authenticator-App auf meinem iPhone. Ansonsten fragt er mich ja halt auf meinem iPad, bist du das jetzt denn gerade? Alternativ dann halt noch ein PIN eine SMS, die mir zugeschickt werden würde oder eine zu Hause geheim hinterlegte Liste, falls mal alles versagt. Erst hatte ich Bedenken, oh Gott, kommst nie mehr an deine Dokumente dran. Aber es stört nicht und es ist tierisch sicher. Dieses gute Gewissen ist einfach Passwort, naja gut, er hat es gesehen, ist mir doch egal. Also das ist schon extrem gut und extrem einfach einzusetzen. Kann ich nur jedem empfehlen, wer es noch nicht probiert hat, soll es unbedingt tun. Ja, also muss ich sagen, fand ich toll. Ich habe eine Frage. Ja? Also die Zwei-Faktor-Autorisierung ist ja sinnvoll, wenn man da was per SMS bekommt, nicht auf dem eigenen Server per E-Mail. Nein, also wenn ich jetzt, man kann ja halt verschiedene Wege wählen. Nehmen wir an, ich bin jetzt im Urlaub und möchte mich, oder bei einem Kunde und möchte mich dann an dessen PC mit meinem Gmail-Account anmelden. Dann gehe ich auf die Login-Seite, gebe meine E-Mail-Adresse, mein Passwort. Und dann tut sich ja erstmal nichts. Dann kommt halt dann jetzt ja, die Frage von Google, wie möchtest du denn jetzt den zweiten Weg haben? Dann wähle ich aus, zum Beispiel Authenticator, gucke auf mein iPhone, geht auch offline, der sagt mir eine Nummer, die tippe ich ein, bin ich eingeloggt. Okay, und du hast aber gerade gesagt, du kriegst dann per E-Mail was. Nein, die E-Mail-App, also wenn ich zum Beispiel jetzt, sagen wir auch meine E-Mail-App vom iPhone, wenn ich das dann dabei habe, dann kommt allein auf dieser E-Mail-App kommt die Frage, hier, da versucht sich gerade einer einzuwählen oder anzumelden, ungefähr in der Gegend hier mit dem Browser, bist du das? Und dann sage ich nur dann jetzt vom iPhone, jo. Oder auf dem iPad, wenn ich da halt dann jetzt irgendwie online wäre. Also ich kriege keine E-Mails, sondern die App selbst stellt mir diese Frage. So, jetzt so meine Ratschläge, Erfahrungen, Fazit. Also ich persönlich würde sagen, wer da Interesse dran hat, der soll einfach mal privaten Gmail-Account nehmen und spielen. Einfach mal überraschen lassen, was geht denn da so alles. Wenn ich das jetzt mit meinem, ja, mit höchstem Alter in diesem Raum geschafft habe, dann schafft ihr das auch. Locker. So, dann würde ich persönlich sagen, macht das in einzelnen Schritten. Also ich habe zum Beispiel zuerst E-Mails, Kalender, Kontakte übertragen. Das war relativ einfach. Da konnte ich Outlook nehmen, ruckzuck war alles da. Ich konnte dann weiterarbeiten. Dann habe ich neue Dokumente mit Google Drive angelegt, mit den Google Dokumenten, um mal zu gucken. Und habe dann gemerkt, okay, es funktioniert und habe dann eigentlich alle meine Dateien auf einen Rutsch hoch übertragen. Was ich sagen würde, was nichts ist, ist so ein bisschen so ein Mischbetrieb. Weil sobald wie man jetzt da anfängt und überlegen muss, ist da oder da? Oder vielleicht sogar die Datei ist da und im schlimmsten Fall ist er auch noch da. Was ist es denn jetzt dann halt so? Das ist ja eine Katastrophe. Also wenn muss es eindeutig sein, dann macht das auch wieder Spaß. Und irgendwann denkt man sich gar nichts mehr dabei, weil dann ist es halt dann so. Wenn ich so einen Schritt mache, habe ich gemerkt, am besten ist es, man macht den direkt und zügig. Nicht so mit, na gut, ich mache halt dann mal so ein Häppchen, so ein kleines Häppchen, so ein bisschen Dateien oder so ein bisschen E-Mails oder ich lasse meinen Kalender noch woanders. Nee, am besten, wenn ich einmal was anpacke, dann aber auch durchziehen. So lieber so ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende quasi, wobei es ja kein Schrecken sein soll. Was ich persönlich nicht machen würde, wäre, man kann, wenn man die Dateien im Browser hochlädt, ja sagen, ich möchte sofort alles, alle Dokumente, alle DocX oder sowas nach Google Docs, alle XLS-Dateien nach Google Sheet und, direkt konvertieren lassen.
würde ich persönlich nicht machen. Ich würde die Originaldokumente hochübertragen und dann gegebenenfalls, wenn ich dieses eine Dokument brauche und gehe halt im Browser da drauf, dann sehe ich ja eine Vorschau. Diese Vorschau ist genauer als das, was nachher dann halt in Google Docs oder Google Sheets importiert wird. Da hat man aber halt dann so den einen Blick da drauf. Also immer den Vorher-Nachher-Blick. Das wäre so mein Rat, die Dokumente zu lassen, denn man kann immer noch nachher das Original weglöschen. Würde ich aber halt dann sogar noch lassen. Und der letzte Punkt, muss ich sagen, hat mir persönlich am meisten gebracht. Man hat so seine gewisse Vorstellung. Man hat so 3 Millionen Ordner. Die haben auch Unterordner und Unterordner und, projektweise oder wie auch immer. Also das Leben ist vielfältig und die Ordner noch vielfältiger, weil es ja quasi keine Grenzen gibt. Dann legt man was an, dann hat man das in der Sicherung drin und ja, und da jetzt dann was umsortieren, dann ist es ja im Prinzip in der Sicherung, wenn ich in der Sicherung zum Beispiel jetzt mit Rsync nichts weglösche, dann habe ich ja halt dann den alten Stand und er fängt dann nachts an, rödel, rödel, rödel und dann hat er den neuen Stand auch nochmal da. Dann habe ich wieder irgendwo 2 verschiedene Datenstände. Ein Desaster ohne Ende. Geht gar nicht. Demzufolge, never touch a running Ordnerstruktur. So habe ich das jahrelang gemacht und da entsteht irgendwas, was, wo man sich denkt, es ist ätzend, aber ich lasse es so. Hierbei ist ja meine Datensicherung komplett ad acta gelegt. Das heißt, ich habe umstrukturiert. Ich habe quasi, also als Entwickler würde man sagen, ich habe refactored. Ich habe mein komplettes Dateisystem, meine Ordnerstruktur angepasst, wie es jetzt nach 25 Jahren Erfahrung gut ist, wo ich merke, okay, die Ordner, also mal das da zusammenzupacken, das macht Sinn, das ist viel besser, das ist einfach toll. Das ist so, wenn man es einmal gemacht hat, so wie aufatmen, habe ich gemerkt. Das glaubt jetzt eigentlich vielleicht keiner, aber es ist toll. Es ist einfach, ja, wie so ein Rundum-Befreiungsschlag. Wäre also so mein Tipp, wenn ich das in meinem Alter schaffe, schafft ihr das halt, wie gesagt, lockerst. Ihr seid alle garantiert viel flexibler als ich. Ja, und damit wäre ich dann auch jetzt schon an meinem Vortragsende. Würde ich es wieder machen? Verdamme ich diesen 9. Januar 2018, der da so diese Frage aufgeworfen hat? Habe ich schon öfters drüber nachgedacht. Aber momentan das Endergebnis ist, jo, ich würde es nochmal machen. Und zwar relativ genau so, wie ich es auch gemacht habe. So, damit wäre jetzt dann halt meine Fragezeichen von der ersten Folie beendet. Wenn jetzt bei euch noch irgendwelche Fragezeichen sind, dann heißt es irgendwo in irgendeiner Situation eines Lebens, dann frage er jetzt oder schweige für immer. Keine Fragen? Okay. Ja. Nicht eine Frage, sondern ist on. Ja. Sondern eine Anmerkung so zum Thema Office 365 / G Suite. Also ich habe ja immer wieder den direkten Vergleich so mit dem Thema. Habe ich auch noch, ja. Bei Office 365 ab einer gewissen Stufe und die sehr schnell erreicht, muss man jemanden kennen oder muss rumsuchen und machen und tun, zum Beispiel das Thema Archivierung. Ja? Data Governance kann man Regeln anlegen, ja wunderbar, aber bis man da durchgestiegen ist, ja, da ist man schon in Rente. Also ich. Also, ja, ich bin selbst in einem, das klingt jetzt hochtrabend, ich bin wahrscheinlich der Unwissendste in dem ganzen Kreis, in einem Microsoft Server Kompetenzclub. Das sind Veranstaltungen von Microsoft, die sind extrem gut organisiert, die sind ganz toll. Da sind halt dann jetzt Vorschauen auf was kommt, was machen die, warum machen die das. Da sind wirklich Experten. Und dann fragt man die zum Beispiel was über E-Mail-Archivierung. Ist das rechtssicher? Dann sagen die, eventuell, vielleicht, je nachdem, wie man es einrichtet. Dann habe ich mir nur gedacht, wenn etwas rechtssicher sein soll, dann darf die Antwort auf gar keinen Fall so sein, je nachdem, wie ich das denn jetzt einrichte, ist es das dann vielleicht. Das ist ein No-Go. Sondern entweder ist irgendwas dann so, dass es dann einfach das ist, oder es ist halt dann nicht. Aber man findet dann halt nur so Drittmeinungen, was denn da jetzt irgendwie geht und wie das gehen könnte. Und hier ist es dann halt viel einfacher. Das ist so bei allem, was ich gemerkt habe hier, es gibt so den Microsoft-Weg und den Google-Weg und der Google-Weg ist im Prinzip immer irgendwo weniger steinig, einfacher. Er ist nicht so breit ausgebaut wie der vielleicht von Microsoft, aber im Endeffekt brauche ich das auch gar nicht. Okay, eine Anmerkung noch. Vielleicht schon mal der kleine Reminder auch. Ihr habt hier die Möglichkeit, ja für den Gewinn eines Google Home Minis die Zettel auszufüllen. Wir werden die gleich einsammeln. Also wer noch die Chance wahrnehmen möchte, kann das gleich schon mal vorbereiten. Also auch nur mal als Hinweis, ich habe beim letzten Mal den gewonnen und haben zu Hause einen Vergleich zwischen der Alexa und dem Google.
Und in vielen Fragen ist der Google intelligenter. Also du hast die ganze Zeit auch von Rechtssicherheit gesprochen. Also da gibt es ja den Begriff revisionssicher. Das heißt, es muss ja wieder rekonstruiert werden. Und ich denke mal, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, dass es eben nicht nur irgendwo liegt, sondern eben, dass es auch wieder abgerufen werden kann. Also, ich habe das mal durchgespielt. Man ist ja Spielkind. Ich habe einfach mal halt ein paar E-Mails und alles Mögliche angelegt, mit ein paar Stichwörtern gespickt und dann habe ich die wieder gelöscht. Und dann bin ich irgendwann später in das Vault gegangen, habe mich da eingemeldet, habe dann da einen neuen Fall angelegt. Das ist ja so, das ist so ein bisschen komisch gemacht. Das ist das Einzige, wo man sagen muss, das ist nicht so unbedingt rund. Aber ich habe dann halt einen neuen Fall angelegt und habe nach diesen Stichwörtern gesucht. Und dann kamen diese E-Mails, alle, die ich da halt dann mal angelegt hatte. Und natürlich, weil da halt dann Steuerhinterziehung ohne Ende drinsteht, habe ich die halt alle wieder weggelöscht. Aber sie waren alle da. Und ich konnte sie, das ist das Schöne, ich konnte sie auch runterladen in einem bestimmten Format. In meinem vorhergehenden Archiv konnte ich die nur im Prinzip wieder ins Postfach zurückschicken, aber ich konnte nicht das Ganze, diese Sammlung an 396 E-Mails mit bestimmten Schlagwörtern exportieren, um sie irgendwo jemandem zu geben. Gut. Ja, vielen Dank, Thorsten. Ich glaube, erstmal Applaus nochmal.